Wenn hat ihr allein getracht in Efscher angeheben sein in der Theater? Der Rem ist gesucht. Ich habe gerade ein Masel, ich habe gerade sehr viel Geld. Meine Mama ist gewesen, außerdem was sie gewesen, sehr eine interessante Aktrice, eine sehr gute Aktrice. Ist sie gewesen, sehr ein kluger Mensch. Sie hat eine Sache mitgemacht im Leben, weißt du? Sie ist gewesen eine kluge Frau. Und das ist euch wichtig in dem Beruf. Sie hat mich nicht kämen, hat mir nicht. Ich weiß nicht, ich bin nicht gewesen zwischen den Kindern, was läuft rein, hinter den Kulissen. Heute das Kind singt, heute das Kind tanzt. Sie hat mich sehr weit gehalten dafür. Sie hat sehr gut gekannt, die Professie. Und weil ich, wenn man so gerade Masel, von sehr talentierten Taten, von einer nicht weniger talentierter Mama, hat sie sehr Mäure gehabt. Sie hat gesucht, versteht sich so du, allerlei Akteure. Sie hat mit Mäure gehabt, sie hat gesucht, ich habe mit Mäure gehabt, dass man sucht, ja, sie ist nicht schlecht, aber der Tate, aber der Mama. Und das hat sie von dem, hat sie sehr Mäure gehabt. Der Pfarrer hat sie mich keinmal nicht. Und Bechlau, ich bin noch nicht erzeugen mit. Ich habe euch nicht gehört, wie man sagt, dem Gewissen. Also, ich habe Talent, ich habe nicht Talent. Ich will werden Aktrice. Heute wissen Kinder schon bei 14 Jahren, wo sie will. Ich habe nicht gewusst. Ich habe dann mal getroffen, mein Mann. Dann ist es schon gewesen, dass es gewesen im Jahr 47, 48, wenn es schon gemacht das jüdische Meluche-Theater in Bukarest. Die Mama ist gewesen dort, mein Stieftater ist gewesen im Theater. Und mein Mann ist geworden, eingeladen, weil er ist gewesen ein schöner, sehr schöner Bucher. Hat geschrieben, hat gekannt, geht jüdisch. Hat man ihn eingeladen, also kommen in Theater. Und ich bin schon dann zum Alter gewesen, als 17 Jahre. 17 Jahre, in jenen Jahren, 17 Jahre heim, das ist ein größerer Unterschied. Ein Mädel hat für 17 Jahre kann mich lernen, wie soll man da leben. Zu jener Zeit bin ich gewesen, ein Mädel, was kennt ein bisschen die Schule. Und die Mama und mein Stiefvater wollten so gehen, an der Universität lernen. Ich habe lieb Sprachen. Ich meine, also ich bin fähig zu Sprachen. Aber ich habe gekannt, es gewesen an den Akteuren, aber ich gekannt, ich habe gekannt die Akteuren für im Theater. Es gewesen stark ein schöner Bucher. Und dann habe ich eingeladen, noch so gehen mit ihm spazieren. Bin noch mit ihm gegangen, spazieren. Heint, dass man geht mit einem Mädel von 17 Jahren geht mit einem Bucher spazieren, darf sie auch Hilfe nehmen. Ich bin gegangen, ich habe nicht gewusst, wo so stark mit ihm zu reden, aber ich konnte ihm zu deklamieren. Ich bin gewesen sehr beeinflusst, wenn ich eben für Russland blieb, die Literatur, die Russische in der Schule gelernt habe. Pushkin, ob sie lieb gehabt, Pushkin. Ich bin noch mit ihm gegangen spazieren. Und ich weiß nicht, was kommt, nicht sehr. Aber ich ging zu deklamieren. Ulu camoria dubsi leonis, la te zepna du beton, i dnjok mi noću kot učoni, все ходит по цепи кругом. И не рад маха за юнки кик. Man macht jetzt Auditions im Theater für Ingmar. Wo gehst du nicht? Hier? Ich meine, er war aus dem Land. Er hat mich so umgekehrt. Wenn er heimgekommen ist, kommt das erzählt der Mama. Und bald gewiss, dass es nicht meine Idee ich dachte, wo soll ich euch nicht? Ich probiere das zu machen, oder ich gehe. Die Mama sagt, ob es ein Audition mache ich dir. Ich mache dir den Audition. Keine mich. Der Mama ist gewesen professionell, ich weiß,
bis in die Spitzfinger, so gekannt in der Luche. Und Mama sagt, okay, nimm dir etwas dort in der Bibliothek, nimm mal raus, etwas lernen, da kann ich sein. Wenn ich sie gegangen habe, ich nehme Schulem Aleichem, mir es geht, ich bin ein Jusen. Im ersten Kapitel, mir es geht, ich bin ein Jusen, Und man hat nicht gestellt, sie ist gesessen mit meiner Stiefzeit, man hat mich umgekickt und ich habe umgehört. Mir es geht, ich bin ein Jusen, Der Stiftung war so gewesen, sehr mürgert von der Professor. Da wusste sie das so. Eine Universität, sie werden eine gute Lehrerin. Sie wusste, sie will lernen, was sie lernen. Der hat gesagt, sie ist ein bisschen zu grob. Der hat gesagt, sie hat eine lange Nase. Der hat gesagt, sie hat grobe Pulkelach. Der hat gesagt, sie weiß, ich wusste, ja, da ist. Die Mama meine, hat mich umgekickt. Das ist es immer. Ich bin eben der Zeugen geworden euch. Und das hat mir gegeben, sehr als Sachkoi. Ich weiß nur die Komplexen. Ich habe gewiss genau, wo ich weiß bis heim, wo sich trug, wie die Nuss ist, wie die Pulke sind. Das hat mich ausgesehen, das hat mich der Zeugen. Das wusste aus, trugste, wie man sucht, mit dem Kopf auf. Das hat mich also umgekickt, sagt sie. Der Emmes ist, dass die Nuss ist ein bisschen, ein bisschen entwickelt. Aber so hat eine Sache. So hat eine größere Sache. So hat kein. Und der kein hat allein bis ins Sof von dem Saal, wie sie wird spielen. In der letzten Reihe wird man sie sehen. Und heute man wird sie nicht gesehen, bei vielen, als sie steht auf der Bühne. Ich bin gegangen zu der Audition. Ich bin durchgegangen zu der Audition. Ich sage, Jürgen, habe ich nicht verstanden, wo sie gesucht hat. Aber jetzt verstehe ich ganz gut. Der Koyach von der Gittenaktion, also wir können rübergehen, dem Eck, der Rampe von der Biene. Das heißt, wir spielen auf der Biene. Und dann sage ich, Jürgen, so geht es, wo sie bleiben, du. Sie sind wunderbar. Und sie sagt, ja, und sie geben einen Springer hinter, einen Rieber. Und sie dringen daran in Eulim. Und sie haben den Keuch zu haben, den Eulim. Ich bin bewusst, genau wo du siehst, weiß ich nicht. Aber ich will auch nicht wissen. Aber ich weiß, dass das, was hat gesagt, hat mir Stamm gehabt, hat gehabt Recht. Weil, als du gehst auf der Gasse, man gibt sie dazu, man sagt, du weißt, ich habe doch stark lieb auf der Biene. Ein Stück im Pierce, also die Spitze soll nicht gehen. Das, was mir, das ist der ganze Drang von dem Beruf. Und ob es mir gelingen ist, dank der Tate Mama, wo sie mir das Name übergelassen.